bin gar nicht sicher, ob es für Storytelling eine definitorische Abgrenzung gibt. Ich persönlich würde sagen, immer da, wo ich Geschichten aufgreife oder erzähle, bin ich im Bereich des Storytellings, der im Marketing durchaus eingesetzt wird, in anderen Disziplinen, in der Lehre bisher noch nicht so wirklich. Natürlich in Volksschulen und in der Sekundarstufe werden Geschichten in Lehrbüchern erzählt, im Unterricht erzählt, aber in der Hochschule hat es noch nicht wirklich Eingang gefunden. Natürlich kennen wir es seit langem, wir haben es nur nicht so benannt und wir haben es nicht so nutzbar gemacht für viele Disziplinen. Das Problem-Based Learning ist eigentlich ein klassisches Beispiel für Storytelling und wird schon lange in den Wirtschaftswissenschaften, in den Heilberufen, in der Pharmazie, in der Medizin verwendet, in der Veterinärmedizin. Da haben wir immer problembasiertes Lernen. Ich gehe von einem Problem aus und das ist faktisch ein Fall. Auch in der Juristerei, in Jura haben wir natürlich immer fallorientiertes Lernen und meistens sind das auch kleine Geschichten. Ich kann an bestehende Geschichten anknüpfen. Wenn ich also in meiner Vorlesung an diesen Werbeslogan Manna mag man eben anknüpfe, indem ich sage, Morphologie mag man eben, dann habe ich schon an eine kleine Geschichte angeknüpft. Im Kopf des Zuhörenden hat sich diese Geschichte der Firma Manna aufgemacht und daran habe ich angeknüpft. Oder wenn ich an die Dragé-Keksis anknüpfe und sage, wenn ich nur aufhören könnte und damit anknüpfen an etwas, was die meisten wissen oder an was auch immer, ein politisches Geschehen, habe ich immer Storytelling betrieben. Ich kann das auch im ganz großen Format machen, dass ich Figuren einführe, die ich wirklich über einen ganzen Vorlesungszyklus mitnehme. Also Storytelling beginnt, indem ich anknüpfe an Geschichten, die andere geschrieben haben und geht hin bis zu den ganz großen Geschichten, die ich als Vorlesender selber gestalten kann. Und die Spielmöglichkeiten sind gigantisch, wenn ich mich dem erst einmal öffne. Storytelling ist eine wunderbare Möglichkeit, Studierendes Lernen zu erleichtern, weil wir damit Wissen schneller erfahrbar machen. Über die Emotionalität, die entsteht, muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht ablenke von dem, was ich vermitteln möchte. Dieser Einwand, den Lehrende oftmals bringen, ist durchaus berechtigt. Ich muss also damit vorsichtig umgehen. Die Geschichte folgt immer dem Lernziel und nicht umgekehrt. Ich adaptiere nicht mein Lernziel auf die Geschichte, sondern die Geschichte wähle ich aus danach, ob sie förderlich ist, das Lernziel zu vermitteln. Und es ist wichtig, weil ich damit den Lernprozess verkürzen kann. Emotionales Lernen funktioniert schneller als reines repetitives Lernen. Und ich kann natürlich auch tatsächlich das bestehende Wissensinventar maximal verkürzen, weil ich eben auf Vorwissen zurückgreifen kann. Wenn ich das Beispiel nehme, Hänsel und Gretel. Das ist eine Geschichte, die meisten kennen. Und das ist insofern ein sehr schönes Beispiel, weil ich kann jetzt, wenn ich eine Vorlesung habe in frühkindlicher Pädagogik, könnte ich meinen Prototypen Hänsel oder Gretel nennen. Und es wäre sofort eine Assoziation, da man wüsste überhaupt sofort, um welches Problem es sich handelt. Tücke dahinter ist, dass wir natürlich hier, wenn wir Diversität im Blick haben, auch ganz furchtbar aufpassen müssen, dass wir nicht immer in unserem eigenen Kulturkreis, in unserem eigenen Wissensfundus arbeiten. Das merken wir Lehrende dann, wenn wir Geschichten erzählen, die keiner mehr versteht. Wenn wir uns also auf Filme beziehen, ich brauche jetzt nicht von Bonanza anfangen, das heute keiner mehr kennt, oder Raumschiff Enterprise, da merken wir, dass wir hier altersmäßig tatsächlich uns selber diskriminieren, weil wir meistens nicht mitreden können oder weil viele Lehrende nicht mehr mitreden können bei dem, was Studierende kennen. Aber natürlich gibt es auch kulturelle Diskriminierung, wenn wir Geschichten erzählen, die für uns vermeintlich selbstverständlich sind und für andere nicht. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber natürlich können wir an Dinge anknüpfen, von denen wir ausgehen, dass sie die meisten kennen, oder wir können sie bekannt machen ohne einen großen Erkläraufwand. Traditionell sind ganz stark in der Verwendung von Storytelling-Verfahren natürlich die Theologen, da eher auch in den Predigten, wo Geschichten ja ein Fundament von Predigten ausmachen.
Und dann auch die Juristen, die immer mit Fällen arbeiten. Auch in den Naturwissenschaften, es gibt da auch Wettbewerbe dazu für Geschichten in der Lehre. Es gibt zum Beispiel einen Forscher, eine Forscherin, die Kakerlaken verwendet haben, um bestimmte bestimmte Steuerungsmechanismen nachzuzeichnen und dann tatsächlich diesen Kakerlaken auch Namen gegeben haben und sie ein bisschen vermenschlicht haben. Aber es hat den Studierenden sehr geholfen, diese komplexen Zusammenhänge dessen, was da hier konzipiert werden soll, nachzuvollziehen. Ich kann meine Moleküle mit Bildern, mit Gesichtern versehen. Natürlich kann ich in der Betriebswirtschaftslehre, in der Volkswirtschaftslehre fiktive Unternehmen entstehen lassen, die ich teilweise über einen ganzen Vorlesungszyklus hin entwickle, wenn ich in der Betriebswirtschaftslehre meinen StudentInnen vermitteln möchte, wie ist so eine Unternehmensgründung und wie ist das mit der Insolvenz, und dann kann ich meine Unternehmensbeteiligten hier insolvent gehen lassen oder ich kann sie ein Darlehen aufnehmen lassen. Auch da immer aufpassen, dass man nicht Stereotype reproduziert, dass nicht immer die gleichen Typen die erfolgreichen GewinnerInnen sind und die gleichen Typen die VerliererInnen im Arbeitskampf oder in einer Geschäftsgründung oder bei einem Startup-Unternehmen. Also das kann ich sogar über einen Vorlesungszyklus streuen. Ich habe eine Psychologin in der Lehre begleitet, die einen Vorlesungszyklus entwickelt hat und verschiedene Therapieverfahren vorgestellt hat und jedes Mal eigentlich einen Fall entwickelt hat, der zum Teil mit falschen Methoden gelöst wurde, um damit eine verborgene Botschaft zu transportieren, dass nämlich Psychologen, Psychologinnen auch lernen müssen, sich supervidieren zu lassen, sich immer wieder kritisch zu hinterfragen und da einfach auch immer auch auf die eigene seelische Gesundheit zu achten, dass sie nicht zu sehr mitgehen, sondern dass sie einfach irgendwie Mechanismen auch entwickeln. Also hier wurden zwei Geschichten erzählt. Einmal die Geschichte von den Fällen, aber auf der Metaebene wurde auch eine Geschichte erzählt, wie ist das im Alltag einer Psychologin? Wie gehe ich mit Scheitern und Erfolgen um?